Hallo und herzlich willkommen zum Kachelmann-Wetter. Ja, das große Finale steht an, noch nicht bei der Fußball-Europameisterschaft, da sind wir noch nicht so weit. Aber hinsichtlich Gewitter und Unwetter, ja, da steht uns eine brisante Lage bevor, eine Schwergewitterlage mit einem großen Gewittercluster, der in den Abendstunden von Südwesten her aufziehen wird. Und das wird eine gefährliche Unwetternacht in großen Teilen des Landes werden, auf die wir jetzt noch mal ganz genau schauen wollen. Uns haben auch wieder einige Fotos erreicht, auch von leuchtenden Nachtwolken in der vergangenen Nacht. Aufgrund der Lage werden wir aber darauf verzichten und setzen mal direkt an und wollen schauen, was uns jetzt bevorsteht. Zunächst noch mal kurz die Anmerkung, dass es auch in den Nachmittagsstunden und Abendstunden heute schon mal zu einzelnen kräftigen Gewittern kommen kann, speziell so Richtung zentrale und östliche Mittelgebirge. Das Große kommt aber dann erst in den Abendstunden. Und dazu schauen wir uns mal eine Animation aus einem hoch aufgelösten Wettermodell an. Und wir sehen hier von Frankreich her, in den Abendstunden zieht ein großer Gewittercluster, ein sogenannter MCS, ein mesoskaliges konvektives System auf. Und das ist halt keine lokale Unwetterlage, wie wir es jetzt zuletzt häufig hatten, sondern eine flächige, überregionale Schwergewitter- und Unwetterlage dann in den Abend- und Nachtstunden. Und wir sehen, wenn wir das anlaufen lassen, dann wie sich dann das Ganze dann zunächst mal auf den Südwesten ausweitet, hier mit voller Wucht auch noch auf die große Hitze und große Wärme trifft und sich dann im Laufe der Nacht weiter über die Landesmitte Richtung Nordosten ausweiten wird. Ja, und womit müssen wir damit rechnen? Zum einen halt mal mit schwerem Sturm. Wenn wir jetzt hier auch noch mal eine Animation uns angucken aus dem Icon D2 Modell, sehen wir mit diesen rosa-pinken Bereichen von Frankreich her das Potenzial für schweren Sturm, teilweise sogar Akkornböen, die dort in den Abend- und Nachtstunden möglich sind. Gerade so im Südwesten, wo das System halt wirklich noch dann volle Energie hat, ist das am gefährlichsten. Wir sehen, im Laufe der Nacht lässt es hinsichtlich schwerem Sturm und Orkan doch etwas dann nach. Wenn ihr heute zum Public Viewing wollt, wenn es nicht sowieso schon abgesagt ist, lasst es, vor allem wenn ihr im Südwesten wohnt, lasst es lieber sein. Es ist wirklich eine lebensgefährliche Sache, diese Unwetterlage. Macht es euch lieber zu Hause vor dem Fernseher gemütlich und schaut dort das Deutschlandspiel. Ja, wir wollen mal kurz drauf schauen, wo halt vielleicht das Kerngebiet liegen könnte. Das ist jetzt mal eine Karte mit dem akkumulierten Niederschlag, größer 30 mm aus dem Icon D2 Modell Ensembles. Klingt jetzt erstmal kompliziert, aber das soll halt verdeutlichen, dass die Modelle so den Schwerpunkt, das Kerngebiet, wo die schlimmsten Dinge, die größten Unwetter auftreten können, gerade in dem Bereich so von Frankreich her Richtung Saarland, Pfalz, nördliches Baden-Württemberg bis nach Hessen reinliegen könnten. Also hier wirklich die allerhöchste Unwettergefahr. Hier können die heftigsten Entwicklungen mit schweren Unwettern auftreten. Denn hier herrschen auch die größten thermischen Gegensätze vor. Hier hat das System noch die volle Energie, wenn es von Frankreich her aufzieht. Vom Timing her am besten, frühe Abendstunden, noch volle Einstrahlung. Insgesamt große Temperaturgegensätze vor diesem System. Noch schwül, warm, schwül, heiß mit Temperaturen um die 30 Grad. Dann der klassische oder typische große Temperatursturz um 10, 12, 15 Grad. Mitunter nur noch unter 20 Grad dann. Und es kann sich sogar auch ein Bogenecho dann in diesem System ausbilden. Und dann in einem Bogenecho besteht die größte Gefahr von Orkanböen. Hier kann es dann wirklich besonders heftig werden. Hier können wirklich Orkanböen um 120 km/h auftreten. Auch das Potenzial für einzelne Tornados ist heute gegeben in den Abendstunden. Gerade so am Südostrand hin zur schwülwarmen, schwülheißen Luftmasse können wir das heute auch nicht ausschließen. So, schauen wir uns mal eine Warnkarte an, die ich noch mal ein bisschen verbessert habe im Vergleich zu gestern. Kurz noch mal zum Timing, zum zeitlichen Ablauf. Also es geht in den Abendstunden dann los von Frankreich her. Großes Gewittersystem zieht in den Südwesten, zieht dann im Laufe der Nacht über die Landesmitte hinweg und wird dann in den frühen Morgenstunden auch den äußersten Norden bzw. Nordosten erreichen. Womit müssen wir rechnen? Wir blicken zunächst mal auf den rot gekennzeichneten Bereich. Zunächst mal noch, ich habe auch so einen gewissen Sicherheitsrandbereich mal reingezeichnet. Heißt natürlich auch hier nicht, dass es überall zu schweren Unwettern kommt. Gerade hier nach Osten und Südosten hin, Ostalb, Franken, Richtung Oberpfalz, da sind die Modelle relativ zurückhaltend. Aber es gibt immer wieder so Möglichkeiten, gerade bei solchen Systemen, dass sich das in die schwülwarme, schwülheiße Luft ein bisschen weiter nach rechts abdriftet. Also möglich, dass hier auch was passiert. Wenn
wenn nicht, ist ja alles gut. Sonst vor allen Dingen dann halt dieser rote Bereich, wo es schlimme Dinge geben kann. Mit zum einen extremen Starkregen mit Mengen von bis an die 60 Liter pro Quadratmeter innerhalb weniger Stunden. Das ist schon fast das Monatssoll. Also es kann zu schweren Überflutungen, Überschwemmungen kommen, vollgelaufene Keller, vollgelaufene Tiefgaragen, bis kleinere Bäche, Sturzfluten führen. Also sehr heftig in Sachen Starkregen. Hinzu auch die Böengefahr, haben wir gerade schon drüber gesprochen. Schwere Sturmböen sind möglich, auch Orkanböen muss gerechnet werden. Gerade wenn sich dann eine ein Bogenecho ausbildet, das wäre dann besonders gefährlich dann in dem Bereich. Oder auch einzelne Superzellen sind auch gerade in den Abendstunden durchaus auch heute bei der Lage möglich. Großhagel, auch noch ein Thema. Gerade auch wiederum gilt das für die Abendstunden, frühe Abendstunden, wenn das System noch die volle Energie hat, Superzellen möglich sind. Hier die größten thermische Gegensätze, Korngrößen um die 5 cm kann es durchaus geben und auch einzelne Tornados, wie gesagt, sind nicht auszuschließen. Schauen wir dann nochmal auf den orange schraffierten Bereich, der nach Norden und Nordosten reicht. Hier muss auch mit extrem Starkregen gerechnet werden. Insgesamt nimmt die Böen- oder Hagelgefahr dann im Laufe der Nacht ab. Ansonsten wird das aber überall natürlich eine sehr unruhige Unwetternacht sein. Also da wird man kaum schlafen können, wenn dieser Gewittercluster durchzieht. Starker Dauerregen, extremer Starkregen, auch hier möglich mit Mengen an die 50 Liter pro Quadratmeter und auch noch Sturmböen. Also auch hier können dann in der Nacht natürlich auch mal Bäume umkippen bei einem solchen System. Mit Sturmgefahr. Ich denke, wir haben alles jetzt erfasst. Ein bisschen außen vor bleibt der Süden und Südosten Bayerns bzw. der Nordwesten. Und das sehen wir auch nochmal in der zusammengefassten Nachtkarte. Der Bereich mit der größten Unwettergefahr von Südwesten nach Nordosten haben wir hinreichend drüber gesprochen. Nach südöstliche Bayern, Alpenrand, da wird wahrscheinlich nichts passieren. Und auch im äußersten Nordwesten, Norden, wo das System zum einen erstmal sehr spät oder sehr früh, also in den Morgenstunden ankommt, beziehungsweise vielleicht Richtung Nordsee, gar nicht erreichen wird. Dazu wird das Ganze auch eine sehr schwüle, drückende Nacht werden. Tropennacht ist vielerorts möglich. Vor allem, wenn wir mal hier auf die Temperaturen im Osten schauen, Richtung Sachsen, Richtung Lausitz. Hier Tiefstwerte von 23 Grad wahrscheinlich dann bis morgen früh. Ja, ich denke, wir haben jetzt alles. Gehen wir noch mal kurz darauf zu sprechen, dass wir natürlich auch wahrscheinlich das Ganze als Livestream begleiten werden. Da kann man schon fast drauf setzen. Fabian wird ihn heute Abend dann moderieren. Wir werden ihn natürlich über unsere Social-Media-Kanäle ankündigen. Also abonniert einfach unseren Kanal, dann verpasst ihr dahingehend nichts. Ansonsten informieren wir euch natürlich auch über alle weiteren Kanäle. Gucken wir kurz nochmal auf die nächsten Tage. Kurz auf den Sonntag, dieser Cluster, dieses Gewittersystem wird nach Nordosten her über Rügen rausziehen Richtung Ostsee. Dann erstmal Wetterberuhigung im Osten des Landes, Sonnenschein wahrscheinlich, erstmal kaum Schauer, weitgehend trocken. Aber rückseitig hinter diesem Tief, das ja mit diesem Cluster verbunden ist, schauerartige, kräftige Regenfälle im Westen, in der Landesmitte, die sich dann nachmittags nach Osten verlagern. Hier können dann auch nochmal Gewitter dabei sein, örtlich kräftig. Vereinzelte Unwetter will ich nicht ausschließen, aber nichts im Vergleich zu dem, was uns jetzt in der Nacht bevorsteht. Nach Westen hin insgesamt dann Wetterberuhigung. Hier könnte es trockener werden, vielleicht auch von den Niederlanden her ein paar Auflockerungen. Temperaturunterschiede recht groß im Dauerregen, gerade so Mittelgebirgsraum, Niedersachsen nur so um die 20 Grad. Nach Osten hin Richtung polnische Grenze durchaus noch mal bis zu 30 Grad. Kurz am Ende nochmal ein Blick auf den Trend. Große Schwüle, große Temperaturen, auch im Osten dann am Montag raus. Es wird wechselhaft, allenfalls mäßig warm. Westwetterlage mit einigen Schauern, Gewittern, insgesamt doch verhältnismäßig kühl. Das heißt, keine große Hitze, auch in nächster Zeit, keine große Wärme mehr zu erwarten. Heißt aber auch, die Unwettergefahr nimmt dann deutlich ab, beziehungsweise ist dann schon fast nahe Null. Das soll es von mir gewesen sein. Kommt gut durch diese Unwetternacht und wie gesagt, später dann auch mit Livestream von Fabian. Macht's gut, bis dahin, ciao.